Hiermit erkläre ich die aktuelle Ausgabe Baywatch Berlin für feierlich eröffnet. Juhu! Kommen Sie rein, strömen Sie rein, gucken Sie sich um, fühlen sich wie zu Hause. Wo zapft is? Heute ist beste Laune garantiert, ich schwör's euch. Bei mir ist heute 65 Minuten gute Laune. Ja, echt? Juhu! Ja, da hast du gerade auch schon, sagen wir mal, hier vorne in dem Räumchen, wo wir uns vorher aufhalten, hast du ein bisschen gespart mit der guten Laune, weil offenbar die jetzt hier für den Podcast bestimmt war. Ist doch toll. Ja, also, alles wird aufgehoben. Was ist das hier eigentlich? Wir haben eine Zusammenkunft, 10 Jahre zu spät, nachdem Podcasts so richtig heiß waren, war es auf einmal für mich ganz wichtig, dass ich jetzt auch einen mache. Und habe dann überlegt, was könnte der Zweck sein, wie kann man dann doppelt profitieren, und habe also meine beiden Freunde und Kollegen gefragt, ob sie das mit mir machen Bei würden. Bei Freunde habe ich jetzt so Ausführungszeichen so mitgehört. Mhm. War das beabsichtigt? Dass du die hörst? Nee, weil man würde ja traurig sagen, meine beiden Freunde, und du hast gesagt, und ich habe meine beiden Freunde. Nee, habe ich nicht so gesagt. Ich habe das ein bisschen abgesetzt. Spult zurück jetzt sofort. Spult einmal kurz zurück, ob Klaas da so eine Pause gemacht. Jan Bob, unser Cutter, kann das jetzt machen. Ja. Spul mal zurück, zeig die Scheiße nochmal. Und hab also meine beiden Freunde und Kollegen gefragt, ob sie das mit mir machen. Wollt ihr meine Freunde sein, ja oder nein? Wir wollen wir verstehen uns schon als, also ich verstehe mich als dein Freund. Ja. Als sein gibt es so ein Freund. Zwischending zwischen Kollegen und Arbeit, Arbeitskollegen und Freunden. Arbeitsfreunde. Also so Arbeitsfreunde. Arbeitsfreund, das sind so Arbeitsfreunde, oder? Arbeitsfreund. Das also ich kacke. Wie oft rufst du mich an und wir erzählen das so, uns das Privates? Nee, ich rufe dich jetzt nicht an, aber ich erzähle sonst auch alles privat. Das ist aber so, du wertest eigentlich was Schönes ab durch das so einen stimmt, Zusatz. Ja. Das ist so wie das Wort Restwochenende. Das kann ja gar nicht sein. Das und das heißt Sonntag 18 Uhr. Restwochenende klingt wirklich wie die Scheiße vom Wochenende. Wenn einer zu mir sagt, gut gemeint, schönes Restwochenende noch, denke ich auch mal so, ja, so die Kacke, die da irgendwie noch so über ist, die muss jetzt noch wegleben. Ja. Das ist das Restwochenende. Obwohl, man könnte auch sagen, schönen Sonntag noch. Mhm. Schönen stimmt, Sonntag, ja. Da habe ich das Gefühl, oh Sonntag, oh die Vögel zwitschern, ja. der Himmel ist blau, man nimmt das Fahrrad und fährt mal aufs Land am Rapsfeld vorbei. Das ist der schöne Sonntag. Schönes Sonntag, Freunde, sind wir irgendwie. Sonntagsfreunde. Aber wir haben dich natürlich unterbrochen, du wolltest gerade die Zuschauer und Zuhörerinnen begrüßen und sagen, was wir hier treiben. Ja, naja, wir treffen uns einmal die Woche und gerade in unsicheren Zeiten, wo man auch viel arbeiten muss und so weiter, kommt man ja zu diesem Versprechen, wir unterhalten uns dann mal über dies und das, was uns eben gerade so beschäftigt. Das ist so das Erste, was abgeschafft wird, diese Treffen, wenn man Stress hat. Wenn man es aber zu einer wichtigen Sache erklärt, stimmt, ja. Wie zum Beispiel einem Podcast, und es hat so den Anschein von Arbeit, dann zieht man das halt wenigstens durch und wir kommen ins Gespräch. Thomas Schmidt, wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Jakob Lund, auch wir arbeiten Guten schon Abend. Sehr lange zusammen. Guten Abend. Jetzt kann es im Prinzip losgehen. Wir erzählen uns also, was wir erlebt haben in den vergangenen Wochen, aber auch unser Blick auf die aktuellen Geschehnisse. Wir schneiden Deutschland und die Gesellschaft in der Mitte durch und gucken, was da drin ist. Das ist das, was wir gut können, oder? Durch die Kuchenschicht, durch den Mürbeteig. Also natürlich können wir das alles nicht, aber das ist so ein bisschen unsere Motivation. Ja, jetzt nicht mit Systemrelevanz verwechseln, ne? Nee. Das sicher nicht. Aber was ist euch denn so Schönes passiert? Also das sind die Dinge, die mich interessieren, weil momentan passiert einem ja eher nichts. Mir sind ein paar Sachen passiert, aber jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Das ist so ein Problem, wenn man sich einmal trifft. Ja, normalerweise haben wir eine halbe Weltreise in so einer Woche gemacht, haben 5 Shows aufgezeichnet, dies, das, ne? Büroalltag, wir haben uns angebrüllt wegen irgendwelcher Filme oder TV. Ja. Jetzt im Moment, man sitzt zu Hause und wartet, dass was passiert. Ich warte wirklich wortwörtlich, dass was passiert. Diese sinnlosen Streits, die finden jetzt natürlich über Video-Meetings nicht mehr statt, weil manchmal war es so... Weil die nicht effektiv sind natürlich, ne? Die aber, fallen als erstes weg auch. Ja, aber man muss das vielleicht kurz erklären, was genau Thomas da meint, was nicht einfach irgend so ein Streit, der so losgeht in der Redaktion, sondern es ist schon eine Spezialität, die, glaube ich, nicht in jeder Firma da ist. Manchmal kommt man in ein Meeting und kommt Viertelstunde zu spät und da ist eine Stimmung, dass man denkt, also einer von beiden kündigt hier gleich oder wird gekündigt oder es kriegt gleich einer was aufs Maul, und es geht hier um grundsätzliche Glaubensfragen. Und hier kommt man eigentlich so nicht mehr zusammen. Man muss jetzt überlegen, wie man das jetzt mit dem Mediator schlichtet. Und nach 20 Minuten erbittertem Streit, wo einem wirklich die Wuttränen das Gesicht runterlaufen, kommt raus, es geht nur darum, ob der neue James Bond jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Das ist so eine Promis-unter-Palmen-Atmosphäre. Ja.
Und wir hauen uns wirklich, wir können uns die Köpfe einhauen mit so zwei, drei Spezies. Marvel Thomas Martins, der so eigentlich nur noch Marvel guckt. So, und ich vertrete dann die Position, dass das Kino ja vielfältiger sein muss. Und das ist so ein Grund, weshalb es schon uns wirklich wieder uns richtig an die Gurgel gehen. Und Lund provoziert mich auch den ganzen Tag. Ja, das frage ich mich immer, ob das in anderen Büros auch so ist, dass man sich da so die Zeit nimmt, sich so eine Stunde über Popkultur anzuschreien. Die größte Provokation im letzten halben Jahr für Schmitti war, dass man einfach so ein bisschen versteht, über was wird sich und wie gestritten, war, dass unser Kollege Thomas und ich, wir waren in München irgendwie dann in der Pause zwischen den Aufzeichnungen im Kino abends und wir haben Once Upon a Time geschaut von Quentin Tarantino. Oder wie Steven Gätchen sagt, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, Once Upon a Time. Und den haben wir uns angeschaut und also ich bin dabei eingeschlafen und Thomas Martins hat alle drei Minuten mich geweckt und gesagt, wir gehen jetzt aus dem Kino, weil wir den so langweilig fanden. Weißt du, klar, das haben wir weitergetragen an diesen Mann. Das ist genau richtig, weil du kennst Thomas Martins hören. Und du kennst Lund, ja? Und du weißt, wie die sich dann so gegenseitig so ekelhaft hochschrauben. Und dann sagen sie, das sind drei von 10 Kackwürsten. Das ist der kackwürstigste Film, der je gedreht wurde. Ja. Wie kann der Tarantino, kann nix mehr, dann, der wird bei uns in der Redaktion durchfallen und. Und Thomas Martins sagt dann zu Schmitti auch noch, ja, Schmitti sei nur so verblendet, weil da Tarantino draufsteht, muss er das automatisch gut finden. Und dann macht's Peng. Ne? Ja, und ich krieg dann so Vorwürfe, als würde ich mich so als Cineast gerieren wollen. Ne? Als würde ich da irgendwie das per se gut finden. Wie du sagst, ja. Tarantino steht drauf, Schmidt sagt ja. Das ist nicht der Fall. Das regt mich jetzt schon wieder so auf, ich muss die Fliege ausziehen, weil wenn ich darüber nachdenke, ne, und wie kann man in den Film gehen, egal wie, ihr habt einen Anspruch, ihr seid irgendwo ja auch Profis im Medienbereich, man geht in den Film und sagt, alles ist scheiße. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Da muss man nicht mal die Oscar-Nominierung zitieren. Das ist einfach eine gute Atmosphäre, ein geiles Feeling, in dem man kann sich auf die Bilder einlassen, also, die Musik ist ein Traum. Und dann kommen die Arschlöcher und erzählen Thomas, davon Kackwürsten. Thomas, jetzt fang das nicht von vorne an. Also ich habe mich jetzt mehr amüsiert als bei Once Upon a Time. Also du musst ja mit denen jetzt nicht über sowas reden. Du fragst ja irgendwie die doch nicht, was jetzt gute Filme sind. Man kann doch nicht jeden Blödsinn unwidersprochen lassen. So, wo kann man da hin? Du fragst jetzt mich auch nicht, ob das gestern Abend ein geiles Spiel war. In der Champions League. Na, das sind schon Unterschiede. Da hast du recht. Und das ist doch genau dasselbe. Ja. Die tun Frechheit. So, als würden sie interessieren, haben einfach extreme Langeweile, gehen dann ins Kino. Ja, na klar kriegen die nicht mit, was die da vorgesetzt bekommen. Das sind auch so welche, die laufen auch mit verschränkten Armen durch so ein Museum und sagen, oh, ist ja langweilig, das kann ich auch zu Hause selber. Die dachte, es wäre so Sommerhaus der Stars mit Brad Pitt. Ja. Also nächste Woche rufe ich einen Thomas Martins an und dann gibt er dir nochmal richtig Feuer. Mir fehlt gerade das Fuego, um hier gegenzuhalten. Nee, Klaas war ja, die Argumente. Und Klaas, das ist was anderes. Klaas war eh seit 10 Jahren nicht im Kino, hat den Film gar nicht gesehen. Er senkt sogar noch Kinokartenkosten, kann man auch zurückspulen, 12 Euro. Wie, wo kosten die denn? 18 Euro mittlerweile. 18 Euro ist so gefühlt. Soll ich dir sagen, warum ich Kinopreis. Das nicht weiß? Ich habe zu Weihnachten im letzten Jahr habe ich eine Jahreskinokarte geschenkt bekommen und war seitdem häufig im Kino. Ach, tja. Was war der letzte was für Film? Genau, warst du denn? Agent Ranjit rettet die Welt. Agent Ranjit 2004. Rettet die Welt, habe ich gesehen. Produktion Endemol. Die Schlümpfe 3, dann habe ich Kartoffelsalat, habe ich mir angeguckt. Oh, Fresh mit dem Torge. Witzigen Fresh Torge, der immer so lustige Gesichter zieht. Ja. Mhm. Was habe ich noch gesehen? Ostwind, so ein Pferdefilm, auch sehr gut. Was gab es noch? Vorstadtkrokodile haben sie nochmal neu rausgebracht. 1-3 habe ich mir auch angeschaut. Ja, sowas halt. Das ist mir vor kurzem auch nochmal gekommen. Eine Frage an die jüngere Generation da draußen. Als wir studiert haben und so, hat man sich regelmäßig zu Filmabenden getroffen. Und die Frage ist, findet das noch statt in Zeiten von Streaming oder macht ja jeder sein, ist das out? Ich das da nur noch so 90s Kids. Frage zum Verständnis. Ja. Meinst du Filmabend, man trifft sich und guckt einen Film? Genau. Oder meinst du Filmabend, man will eigentlich fummeln mit einer Frau? Ich muss kurz, damit ich verstehe, worum es geht. Weil beides. Filmabend war früher in unserer Jugend, hat man das so gesagt, um nicht zu sagen, ich würde gerne mal fummeln, hat man gesagt, lass doch mal einen Videoabend machen. Mhm. Ich würde gerne viel tiefer gehen, ich würde diese Frage unbeantwortet lassen, aber ich würde gerne auf das Detail eingehen, dass du eigentlich so Fragen stellst, ein bisschen wie eigentlich eine Generation über dir, dass du jetzt so die jungen Leute mal fragst, ob was in oder out ist. Ist das jetzt na hier? Naja, aber es ist ja nicht beantworten. Aber jetzt merkt ihr nicht, was der gerade gemacht hat. Hä? Der hat die Frage gestellt, ob was out sei. Ja. Das fragen doch so Muttis.
Ja, die fragen, ist das jetzt out bei euch? Du bist auch kein Millennial. Nee, aber ich rede so nicht. Auch gar nichts. Also auf YouTube hast du auch nichts zu suchen. Habe ich da gar nicht gesagt. Ja, aber ich verstehe das Interesse, dass man wissen will, werden noch Filme geguckt? Sind Filme noch cool? Ich rede gar nicht, darüber reden wir gleich, über die Beantwortung der Frage. Ist euch nicht aufgefallen, dass Schmidt gerade, so ähnlich wie meine Mutter, als ich 14 war, mich schon gefragt hat, ist das noch in bei euch jungen Leuten, die Hose auf 7:30 zu haben? Ist das jetzt wohl schon wieder out? Findest du die Frisur noch gut? Ja, ist die noch in? Aber hast du recht. Ist eine realistische Einschätzung von Schmittis Alter. Hast du recht. Aber das muss man ja echt mal der Wahrheit ins Auge sehen. Ja. Und da gehören wir nicht mehr dazu. Ich kann aktuell, und mir ist es eingefallen, ich bin an einer Videothek vorbeigefahren. Sprich, das war keine Videothek, da war nur noch das Schild oben dran. Natürlich war da mittlerweile was anderes. Es gibt, glaube ich, gar keine Videotheken mehr. Es gibt noch welche so Spezialvideotheken, die so spezielle Filmauswahl haben, dass man da wirklich noch hingehen muss und mit dem Experten noch sprechen muss. Pornos. Nee, eben, Pornos ja genau nicht mehr. Pornos hat ja das Internet erstmal groß gemacht, damit dann überhaupt mal Streaming und so stattfinden kann. Sondern, naja, einfach so irgendwelche Autorenfilme, die nirgendwo sonst zu sehen sind. Es gibt Leute, die sind früher in ihrer Jugend 5-6 Kilometer Fahrrad gefahren zur Videothek, haben sich einen Stapel Pornos ausgeliehen und sind wieder zurück auf ihr Dorf gefahren. Wir müssen jetzt behutsam sein. Das ist jetzt wie, wenn man einen psychopathischen Mörder im Verhör hat. Das habe ich gesehen in verschiedenen Serien. Man muss dem ermöglichen, das war auch so bei Ted Bundy und so, dass der in der dritten Person über denjenigen spricht. Aber wir wissen alle, wer gemeint ist. Schmidti, dieser Freund, sage ich jetzt mal, der ist dann mit dem Fahrrad. Und was für Videos hat er sich dann ausgeliehen? Ich hörte von dem Freund, dass der sich auch teilweise über eine Stunde in der Videothek rumgedrückt hat, weil er immer gewartet hat, bis garantiert keiner angestanden hat. Das heißt, der Freund hat immer darauf gewartet, dass die Kasse komplett leer ist. Und manchmal war es auch richtig bitter. Also der Freund ist die 5 Kilometer zu der Videothek gefahren, hat dann gesehen, eine schöne junge Frau ist an der Kasse. Und dann hat er sich das nochmal anders überlegt und hat sich doch Stirb langsam ausgeliehen. Dieser Freund von dir, der hatte ja wirklich keine leichte Jugend. Grüße, ne? Bitte. Grüße. Ja, auch Grüße von mir. Das, Aber jetzt nochmal. Also alle meinen Freunden hätten sich das nicht getraut. Ja, meine Freunde hätten sich das auch nicht getraut. Ich glaube, ihr unterschätzt das. Ihr unterschätzt das hart. Nee, ich hätte, also. Man hat von Klassenkameraden haben die Freunde von mir dann von anderen Freunden was geliehen, aber nicht, dass man jetzt selber. Ist nicht, ne? Also du hast ja auch nicht gemacht. Nee, ich auch nicht. Das soll man da lang. Es ist ja eine andere Generation. Ich habe in meiner Kindheit eine ziemlich einzigartige Möglichkeit gehabt, jeden Film der Welt zu sehen, den ich sehen wollte, weil meine Nachbarn, die wahnsinnig herzliche Menschen waren, zu denen ich wirklich total gerne immer gegangen bin. Das wird in der Geschichte jetzt noch entscheidend, oder? Wie herzlich die waren. Nö, gar nicht, aber da sieht man halt, was ich für ein Verhältnis zu denen hatte. Die haben über uns gewohnt und die waren sehr speziell. Es war wirklich eine sehr spezielle Familie. Die hatten beispielsweise 14 Meerschweinchen, die frei in der Wohnung rumgelaufen sind. Das war so mit Zeitungspapier ausgelegt. Und naja, das hatte auch ein bisschen so gerochen, als wenn da 14 Meerschweinchen rumgelaufen sind. Muss man beim Laufen sehr aufpassen. Ne? Und die hatten einen Hund, der hieß Benny, und der hatte so einen Lampenschirm auf, damit er sich nicht immer am Popo kratzt. Und diesen Lampenschirm, den hat man wahrscheinlich als Hund. Den hattest du auch mal auf bei einem Dreh, ne? Ja, hatte ich auch mal auf Mallorca. Dazu dann aber auch, damit ich nicht immer an meinem Popo lecke. Aber das ist was anderes. Ist das für Corona auch, glaube ich. Der größte Lachanfall von Joko, glaube ich, ever. Das kann man sich auch nochmal angucken. Was? Der leckt sich die ganze Zeit. Das ist... Kann sein, genau. Und wir haben, aber dieser Hund beispielsweise, der hat, normalerweise haben die den wahrscheinlich so 2 Monate oben, diesen Schirm. Und irgendwie hatten die sich daran gewöhnt, dass dieser Hund diesen Lampenschirm halt aufhat. Und er hatte den mehrere Jahre auf. Und als Kind hinterfragt man das ja auch nicht. Und weil die hatten auch viel andere Sachen zu tun. Also die Frau, die auch oft auf uns so aufgepasst hat, ne, die hat zum Beispiel den ganzen Tag Zigaretten gestopft. Und ihr Mann saß neben ihr auf dem Sofa, sie hat die Zigaretten gestopft und er hat sie geraucht. Arbeitsteilung. Direkt daneben, Arbeitsteilung. Ja. Das war so ein bisschen so die... Das war so die Wertschöpfungskette. Die Wertschöpfungskette. Man sagt doch, Liebe geht durch die Lunge. Ja. Altes Sprichwort. Und die saßen da und dann ist sie aber jeden Tag los mit dem Mofa, einem Anhänger hinten, und ist zur Videothek an der Ecke gefahren bei uns und hat Mofa da mit Anhänger. Das, jeden Tag 2 Filme ausgeliehen.
und hat diese zwei Filme nachmittags überspielt. Wie überspielt? Ja, überspielt. Einfach VHS-Kassetten überspielt, zwei Videorekorder überspielt. Ne, dann kein Kopierschutz also, drauf. So einfach wie kopiert. Die CD brennen oder einfach so, klauen. Genau. Du kannst die ja überspielen geklaut. In Echtzeit. Genau, ja, aber so wurde es nicht gedacht. Und dann wurden die katalogisiert und beschriftet und wurde es abgetippt und in so einen Ordner reingemacht und dann wurden alle verfügbaren Schränke in der Wohnung vollgemacht mit selber kopierten Videos aus der Videothek und es waren irgendwann 5.000-6.000 Videos und jeden Tag noch um 16 Uhr auf Sat.1 Enterprise aufgenommen. Das auch noch. Und das war dann bei, die ganzen Freunde der Kinder von dieser Familie, die kamen dann vorbei und haben sich da alles ausgesucht. Ich habe da auch Nightmare on Elm Street 1 bis 6 mir alles reingezogen. Jason und wie die alle hießen, ne? Hellraiser und so. Gott, das habe ich alles da geguckt, habe mir das heimlich dann genommen, konnte ja in dem Katalog nachschauen, wo finde ich das, in welchem Schrank, in welcher Tür und dann war das durchnummeriert, konnte man sich das nehmen und das war ein großer Bestandteil des Lebens von dieser Familie, damit also eben auch was los war. Ich habe zum Glück zu Zeiten der Digitalisierung, von der sie sicherlich überrollt wurden, ja. War ich nicht mehr da. Das muss ein trauriger Tag gewesen sein, als man festgestellt hat, DVD. Du, ich ziehe ja jetzt auch um, ne? Und ich habe eigentlich noch so einen Restbestand an so einer DVD-Blu-ray-Sammlung und so. Und ich glaube, ich muss mir in die Augen gucken und die irgendwie in den Flur stellen, damit die sich jemand anderes abholen kann, weil es ist natürlich komplett obsolet geworden, durch Streaming. Und es tut mir in der Seele weh. Also wenn ich diese DVDs in eine Kiste packe und in den Hausflur stelle, das wird für mich wirklich wie die Passion Christi werden. So. Ich habe jetzt auch in Corona-Zeiten sowas ausgemistet, auch ganz viele Bücher. Und es gibt mittlerweile so Apps, da kannst du das einscannen und die spucken dir sofort einen Preis aus, zu dem die das ankaufen würden. Damit du irgendwie, ist auch mehr so ein Gefühlsding, damit du das Gefühl hast, ich habe es weggeschmissen. Ja. Und dann bin ich so auch an die DVDs ran und dachte so, jetzt gibt's mal Geld, weil es waren viele Bücher, die waren so 4 Cent, 7 Cent. Mhm. Und dann wurden wirklich so Preise aus von 80 Cent, 90 Cent. Also da kriegt man richtig Depression, weil die Dinger waren ja teuer, da hast du 15, 16 Euro für bezahlt. Ja, und was man auch, also man muss ja nicht so extrem machen mit so einem Buch, wo man das alles katalogisiert. Aber ich hatte, was war ich stolz auf meine DVD-Sammlung früher, ne? Tja. Das war so ein richtiges Ding. Ja. Ja, das ist halt. Und gibt es jetzt die Filmabende noch? Treffen sich noch Leute mit 8 Leuten und gucken den neuen Batman zu Hause? Also aktuell nicht so, aber. Einer will immer telefonieren. Ne? Der andere nervt rum wegen der Pizza im Ofen. Und einer, und das war immer ich, kriegt so eine Krawatte und hat irgendwann und macht dann irgendwann aus und sagt: Leute, wenn ihr nicht gucken wollt, dann müssen wir das halt nicht. Dann gehen wir halt raus grillen, das ist mir scheißegal, aber entweder wir gucken jetzt den Film oder nicht. Das hat sich nicht einmal abgespielt, sondern regelmäßig. Alle zwei Wochen. Ja, ja, stimmt, so da bist war ich du? Befürchtet. Ja, ja, aber das, ich weiß das bei dir. Also wenn ich mit weil dir. Schmidt dann im Kino nicht atmen. Ja. Oh, die Popcorn-Kacke. Welcher Idiot hat Chipstüten? Chipstüten zum Verkauf vorm Kinosaal. Dann kommen die rein, dann wird da rumgeraschelt, da könnte ich ausrasten. Das ist schlimmer. Bist du denn aber einverstanden, dass wenn man zum Beispiel einen Kriegsfilm guckt, dass man die lauten Stellen antizipiert und dann immer reingreift? Weil ja, das du finde weißt, gut, wenn man jetzt so kommt so ein Bassschlag, jetzt kommt eine Explosion, Ravoms, dann greifst du rein und isst schnell während des. Das finde ich okay. Ja, das versuche ich. Ich finde, man muss echt nicht essen im Kino. Ich finde das auch total nervig. Ja. Weil vor allem, wenn du einmal das hörst, du weißt, da hinten ist einer, der jetzt nicht laut da rumkrakeelt oder was, ne, sondern eben mit so einer mittellauten Geräuschkulisse, so zwei Sitzreihen weiter, bist du dann einer, stehst dann auf und sagst, Leute, bitte leise. Machst du das? Nee, traue ich mich nicht. Nee, traut sich mit ihnen. Da habe ich halt viel zu viel Angst. Das sind nämlich dann immer so Prollos, ne? Die da ja, kein da Gefühl man aufs haben. Maul, ja. Ja, nee, man kriegt nicht mal aufs Maul, aber du kriegst halt den ganzen Film über so Popcorn in den Nacken geschmissen. Dann von hinten. Und dann hörst du so, wie sie sich totlachen. Ne? Und so, das stimmt. Du bist halt das Opfer dann zwei Stunden lang. Und man muss das ja auch, ist mir nicht wert. Und das ist eigentlich im Mikrokosmos ist es eine Parabel für politische Entscheidungen. Du musst nämlich überlegen, ist die Lautstärke, die verursacht wird, dadurch, dass ich jemand anspreche, der dann auch antwortet und diesen Dialog, wo man sich zum Hempel macht gegenseitig, ist es der wert oder lebt man mit diesen Mini-Geräuschen dieses Popcorn-Counts? Das ist die Abwägung, die man parallel machen muss, während praktisch sich vor auch einem bei Twitter, Film abspielt. Auch bei Twitter. Wenn du da den Anspruch hast, jeden Blödsinn, den man da liest, zu beantworten ne, und sich da drauf, dann wirst du auch nicht mehr froh. Also musst du da ein bisschen. Es ist das alte Prinzip abwägen. Von Don't Feed the Monkey. Ja. Und man kann es das Problem größer machen, sowohl in diesem Zusammenhang, als dass du damit noch viel, viel mehr erschaffst und so und erst den Dialog herstellst und auf einmal ist es überhaupt ein Thema. Vorher war es eigentlich nur in deinem Kopf. Das gilt auch fürs Internet, das stimmt, ja.
Das ist richtig. Du hast als einer von dreien was erlebt, Klaas. Ja, eine hast kleine du eben Sache. Gesagt. Eine kleine Sache habe ich was erlebt. Mir ist eine Sache passiert, die mir lange nicht mehr passiert ist. Und ich musste ein bisschen lachen, weil mir ist das wirklich, ich glaube, in der Form 34 Jahre nicht mehr passiert. Ich bin 36. ich war joggen im Wald, alleine so. Und dann bin ich, also ich habe mir nichts getan und es ist auch nichts großartig passiert, aber ich bin hingefallen. Ich bin richtig so hingefallen, aber wie ein Baby hinfällt. So über die Füße gestolpert, oder? Ja, irgendwas war da, ich habe es nicht mal gesehen. Ich war so, bin so gelaufen so und guck so und denk, ach, wie schön alles, ne? Und dann macht es rapapapapap und das nächste, was ich weiß, ist, ich lieg im Dreck. Oh, die Kopfhörer sind mir irgendwo hingeflogen. Die musste ich dann ganz aufwendig wieder suchen. Ich war natürlich außer Atem. Ja, stimmt, du hast ja die kleinen Pinörkel. Ja, ich war natürlich außer Atem. Ja, das heißt, ich lieg so in so einem Staub und bin so. Liegt da wie so ein Niedergeschlagener. Weil wenn die Kopfhörer rausgehen mit dem Noise-Cancelling, dann hört man auf einmal wieder die Welt und dann liegst du da so keuchend. Auf einmal hörst du so ein bisschen entfernt die Autobahn, die Vögel zwitschern und mein Gekeuche und wie langsam meine Wasserflasche ausläuft. Hast du dann abgebrochen oder so? Erst geguckt, hat es jemand gesehen und dann. Nee, da ist ja nie einer. Also ich bin einer von den Leuten, weil das ist so, da läufst du so durch den Wald und immer bis auf einmal eine Autobahn. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Autobahn fahrt, dass man so in den Wald reinschaut und dann sieht man da so Leute und denkt, was machen denn die da? Was wollen die denn jetzt an der Autobahn? Hatten die einen Unfall und laufen jetzt gerade zur nächsten Notrufhaltestelle oder so? Was machen die da? Und so einer bin ich, dass man so aus dem Auto in diese Kiefernplantage reinschaut, die ja auch trostlos aussieht von der Autobahn aus. Und dann bin ich da praktisch. In dem Fall habe ich da jetzt gelegen. Und dann habe ich mich natürlich umgeschaut, ob mich vielleicht ein Hirsch gesehen hat oder so. Mhm. Aber auch das nicht. Und da zeigt sich manchmal, ob man sich selber humorvoll nennen kann. Mhm. Ich musste dann ganz alleine richtig lachen. Also es war, weil es so blöd war alles. Dass ich ganz alleine, ohne dass es irgendwer gehört hätte, ohne dass mir das irgendwas gebracht hätte, ich konnte nicht anders als zu lachen. Und das ist auch interessant, weil der ganze soziale Aspekt am Lachen dann auf einmal wegfällt, der normalerweise wahrscheinlich ein großer Teil ist vom Lachen. Und wenn du da einfach so stehst, ganz alleine und einfach über deine eigene Blödheit lachen musst, das war irgendwie ein witziger Moment. Ich finde es interessant, weil ich würde auch lachen, wenn ich weiß, es hat keiner gesehen. Weil da die Peinlichkeit, die kommt eben nicht in die Quere. So, also ich glaube, es wird mir viel leichter fallen, mich dann auch selbst alleine im Wald totzulachen. Ich würde dann auch lachen, aber da hätte es einen ganz anderen Grund. Ich würde dann lachen, um den anderen zu zeigen, dass mir das jetzt nicht so, weißt du, um einfach Souveränität zu beweisen, würde ich sofort lachen. Damit alle anderen sehen, mir ist das gar nicht peinlich und dann ist es ja auch weniger peinlich. Aber wenn du dann so erwischt da stehst und denkst, huch, ne, dann wirkt es ja auch erst richtig schlimm. Aber heute würde man sagen, die Natur hat einem die Ehre genommen. ich muss sagen, hinzufallen ist eine Situation, wo man, finde ich, von außen entwürdigt wird, ohne das selber verhindern zu können. Und ich würde nicht lachen. Ich würde mich wirklich so, also das wäre für mich ein entwürdigender Moment. Ich find, ne, also du, wenn man mal so aufs Leben guckt, die ersten 10 Jahre fällst du ständig hin und hast irgendwie blutige Knie und das ist sowas, was normal zum Alltag gehört und jeder von uns, glaube ich, hat auch so diese Bilder noch im Kopf, wie man so ganz schnell rennt und alles so zu so einem Rausch wird neben einem, weil man das Gefühl, man rennt so schnell und dann haut man sich so auf die Schnauze und man weiß genau noch so diese eine Sekunde, wo man denkt so, fuck, jetzt falle ich hin und dann hast du so blutige Knie und dann kommt irgendwann so ein Paradigmenwechsel und dann ist hinfallen was super entwürdigendes. Beim Skifahren kann man sich das Gefühl zurückholen. Stimmt. Da kann man sich zurückholen. Und auch da ist es entwürdigend, muss ich sagen. Ja, aber beim Skifahren ist es nochmal eher, also jetzt von einem Motocross-Motorrad runterzufallen. Also weißt du, wo immer das Hinfallen noch so eingeplant ist in der ganzen Sache, wenn man irgendwas neu lernt und so. Aber jetzt laufen ist ja eine Sache, die man recht regelmäßig macht. Ja. Und dann hinfallen und dann da so entwürdigt, dann Y-Haltung, dann da irgendwie so wie so ein Würmchen dann da auf dem Boden zu liegen. Also ich frage mich die ganze Zeit, als du deine Earpods dann gesucht hast, bist du da durch den Wald gehühnert? Rumgerömert. Da bin ich ein bisschen rumgerömert. Ja, rumgepedert bin ich da und hab die gesucht. Aber ja, und da ist mir noch was aufgefallen. Mir ist das nochmal passiert. Das ist auch wirklich eine der lustigsten Erinnerungen, die ich habe. Und ich glaube vor allem auch mein Gegenüber. Wir haben doch letztens über Jano gesprochen, ne, der die Senomapa jetzt auf Join hat. Der saß mir gegenüber an meinem Schreibtisch in meinem Büro. Und dann haben wir uns so unterhalten und ich saß wie so ein Macker so hinter meinem Schreibtisch. Ne? Ich habe da ja so einen coolen Sessel, ne? Und habe ich so ein bisschen rumgekippelt und so. Und dann hatte ich noch so eine Flasche mit so rotem Getränk, hatte ich so in der Hand. Und dann labere ich so irgendwas und tu so cool. Ne? Und mit einem Mal, ohne dass man irgendwie hätte sehen können, was passiert ist, rutscht der Stuhl weg, fliegt gefühlt einen halben Meter wieder hoch. Ich knalle mit dem Kinn auf
den Schreibtisch. Diese Flasche, die ich in der Hand habe, knallt auch auf die Kante. Das ganze Zeug da drin spritzt, das rote Getränk spritzt hinter mir an die Wand, als hätte ich mir gerade einen Kopfschuss verpasst. Ja? So ein Fleck war da hinten an der Wand. Und ich liege unterm Schreibtisch, hat irrsinnig geknallt. Jano ist vor Schreck aufgesprungen, hat die Augen aufgerissen, hat gesagt, was ist denn jetzt passiert? Weil das wirklich so wirkte, als wäre ich von einem Scharfschützengewehr aus einem anderen Gebäude heraus durchs Fenster erschossen worden. So sah es aus. Aber es ist einfach nur, irgendwie hat sich diese Rolle von meinem Stuhl unter so einem eingeknüdelten Teppich verhakt. Und das war halt der Moment, das ist lange gut gegangen, hat keiner gemerkt und dann ist es halt ausgerutscht und weggegangen. Und das hat eine Dominosteinkette an Ereignissen wo ich am Ende praktisch spektakulär, wie aus so einem Schleudersitz, eigentlich aus diesem Stuhl rausgefallen bin. Und bis ich begriffen habe, was los war und bis auch Jano sich getraut hat zu lachen, der Lachanfall dann sehr lange ging. Sehr, sehr, sehr lange. Wir haben das Meeting dann noch abgebrochen, weil es immer wieder unterbrochen war von aufkommenden Lachanfällen. Ja. Ja. Und ich bin manchmal ganz dankbar für solche Situationen, die einem dann kurz mal von außen zeigen, so ganz so cool, wie du manchmal tust, bist du gar nicht. Ja. Es tut einem ganz gut, dieses Entwürdigtwerden zwischendurch mal, dass man merkt, tu mal nicht so. Du bist auch nur irgend so ein Typ. Ich bin auch mal hingefallen vom Stuhl am Samstagabend. Wollte ich nur kurz einfließen lassen. Stimmt, also es war klar ist, also bei dir saß natürlich jemand gegenüber, der es aus nächster Nähe gesehen hat. Also bei mir waren es ja ungefähr 1000 Leute im Publikum und ungefähr über 1 Million Menschen. Zwei ungefähr. Also über 2 Millionen Menschen am Fernsehgerät. Mhm. Die Szene blenden wir jetzt aber nicht ein. Das will ich auch wirklich nicht. Das wird Jan Bob nicht machen. Das ist ein abgeschlossenes Kapitel. Ich war jahrelang in Therapie, um das zu vergessen. Ich muss es kurz erzählen. Es war irgendwie in der besten Show der Welt. Es gab ein Spiel. Ich tatsächlich kriege die Show nicht mehr zusammen. Es sollte irgendwas gekocht werden. Riesensauerei. Und am Ende gab es halt irgendeinen Scheißdreck. Und der sollte nun verköstigt werden. Es war Frank Rosin da. Es war Joko, glaube ich, da. Und ich? Und du warst da und irgendwie musste jetzt diese Scheiße, da war irgendwie so ein halber Socken noch mit reingekocht. Ich glaube, so. Es war so, wir hatten Rainer Kallmund nicht da und deswegen musstest du der Typ sein, der das am Ende ist. Es war aber anders. Es war geplant, dass Janine das isst und dann hat es sich während der Sendung, habt ihr dann irgendwie entschlossen, wir gehen jetzt nach hinten, wo ich saß, weil ich war ja nicht eingeplant. Ich war als Redakteur mit vor Ort, wir haben uns ja alle auch gemeinsam die Sachen überlegt, wurde dann hinten überrascht, kam völlig zittrig nach vorne, hab mich dann an eine Seite des Tisches, links von mir glaube ich, du oder Jokus, kriege ich nicht mehr ganz in den Kopf. Und rechts saß der Frank Rosin. Ich hatte dann dieses Essen, musste das als Gourmet lecker verköstigen. Es schmeckt wirklich auch grauenerregend. Diesen Geschmack werde ich nie vergessen. Wirklich wie eine vollgeschissene Taxifahrerunterhose. Habe ich das dann versucht, da irgendwie zu verköstigen. Und aus irgendeinem Grund spritzt Frank Rosin dann mit Blut. Alles ist passiert. Ich weiß nicht mehr, warum. Er spritzt irgendwie mit Blut. Und darüber habe ich mich so erschreckt, dass ich... Unverschämt, ein Schmitty. Also hier diese Scheiße. Aber darüber habe ich mich so erschreckt, dass ich so leicht mit dem Oberkörper nach hinten bin. Und da war eine Kante. Es war nämlich alles auf eine Art Podest für die Kameras wahrscheinlich. Und dann bin ich nach hinten geflogen und das hat sich wirklich in Zeitlupe abgespielt, weil es ist noch nie jemand so symmetrisch gefallen. Das, was man im Kamerabild sieht, ist ja praktisch, wie mein Oberkörper wegkippt und die beiden Füße so ganz erbärmlich wieder nach oben kommen. Und ich habe nur gesehen, und das habe ich bisher auch noch nie erzählt, ich sehe die Zuschauer. Ich sehe meinen Kopf nach oben gehen, ich sehe die Beleuchtung in der Decke, sehe jedes einzelne Licht, denke noch so, boah, wir haben echt immer viel Licht und das kostet viel Geld. Und dann denke ich, fuck, es ist Samstagabend, es ist irgendwie 21 Uhr, es gucken Millionen, die Leute gucken hier, ich werde fallen, es ist nicht mehr aufzuhalten, das ist dieser Punkt, dieser Kipppunkt, man kann jetzt nicht mehr zurück. Und dann falle ich klong und habe mir wirklich wie durch ein Wunder auch überhaupt nicht wehgetan, aber diese Schande und dann zu wissen, ich muss jetzt auch langsam wieder aufstehen und da muss ich in all die Gesichter gucken. Alle haben sich totgelacht. Also das war das einerseits das Witzigste, was mir je passiert ist, andererseits auch das Schrecklichste. Ja, das ist es tatsächlich. Also, dass das in echt passiert, ja, ist ja eigentlich so dieses berühmte in Unterhose in der Schulaula stehen, was Leute träumen. Das eine, was nie passieren darf, am Samstagabend im Fernsehen, ist mir passiert. Ja, also das ist ja eigentlich, ist es ja unrealistisch. Es ist unrealistisch unwahrscheinlich, dass einem normalen Menschen das passiert, dass einem sowas peinlich ist. Ich krieg jetzt nochmal so ein Zittern, weil ich es nochmal durchlebe. Vor allem, wenn das in der Serie passiert wäre, ne?
und die Tatsache, dass deine Beine und deine Füße über den Tisch rausgeragt haben, da hätte man in der Serie gesagt, lass das mal weg, das ist ein bisschen zu sehr Slapstick. So, ja. das ist ein bisschen zu comichaft, ne, wie du da fällst. Wie steht ihr denn zu so Social Media Charity Aktionen? Scheiße. Also Ice Bucket Challenge und so was. Nee, Horror. Horror, warum? Ja, weil ich das meistens nervig finde und weil der eigentliche Zweck der Sache oft in den Hintergrund rückt und man das Gefühl hat, das ist nur so eine Aktivierung von so Doofköppen. Ja. Ja. Also ich oder sollen wir jetzt lieber so eine offizielle Meinung, dass wir sagen. Nee, das war die Meinung, die ich mir erhofft habe. Ich will euch was zeigen. Habt ihr AWFNR gesehen? Nee, noch nicht. Nee. Wenn, dann mache ich es mal am Wochenende, hole ich immer nach. Ich will euch schon mal jetzt einen kleinen Teaser auf AWFNR. Das läuft ja jeden Dienstag. Ich glaube auch nach Masked Singer Red, whatever. Und ich will euch einen Ausschnitt aus dieser Folge, die am Dienstag lief, zeigen. Ja? Okay. Ja. Das ist diese Lemon for Kids Challenge. Ich muss ganz kurz jetzt diese Zitrone essen. Kai Pflaume und Bulli Herbig haben mich nominiert. Mhm. Warte, ich hau mir jetzt diese ganze Zitrone rein, okay? Oh Gott, warte. Ich bin nass geschwitzt, warte. So, also im Grunde, das ist die Lemon for Kids Challenge, die geht gerade so rum, das machen ganz viele, man muss eine geschälte Zitrone essen und kannst dann nachdem du das gemacht hast, drei andere Promis nominieren, die das machen. Irgendein Starkoch vom Tegernsee hat das ins Leben gerufen, unterstützt wird die Mukoviszidose Hilfe Südbayern und die Stiftung Kinderherz. Das sagt ihr, das ist scheiße. Nee, dass man sich für die Stiftung, die dahinter steht, engagiert, finde ich super. Das ist klasse. Ja, das ist super. Weil, nachdem er da fertig ist, ne? Ja. Ist für einen guten Zweck. Deshalb nominiere ich von Herzen die Kollegen von Baywatch Berlin. Du Arsch! Alle drei sollen sich bitte ebenfalls alle auf Instagram. Klaas hat gesagt, er möchte Instagram aktiver sein. Das ist die Gelegenheit, Klaas. Jetzt kannst du Instagram aktiv sein. Alle anderen ebenfalls. Thomas Schmidt haben sich auch Instagram angeschaut. Sollt ihr es doch bitte da machen. Hier Junggesellenabschied Schmidt, ne? Da hat er Spaß dran, ne? Habt ihr auch hier im Saarland? Das ist dann, für die Kinder. Müsst ihr auch fegen, wenn einer mit 30 noch nicht verheiratet ist und so? Fegen, was heißt das? Ja, dann müssen die den Marktplatz fegen, da sie hier so. Die sind empfänglich. Oh, er hat das vorbereitet! Ja, sind empfänglich für sowas, diese Leute wie er, so. Finde das so witzig, wenn man das so macht. Ich meine, Klaas, du hast wahrscheinlich eh aus 10 Jahren aushalten so einen Stahlgaumen. Es geht mir gar nicht um die Sache, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das letzte Mal habe ich Kai Pflaume gesehen. Wir machen das jetzt. Es ist für die Kinder, Leute, für die Kinder. Ja, das möchte ich mir davon abkoppeln. Unser Freund Joko will uns da dabei haben und für den guten Zweck mal was machen. Nicht nur Blödsinn reden, nicht nur irgendwie hi-ha-ho. Nachts um 12:30, denn jetzt wird mal nachts um 12:30 was für den guten Zweck gemacht, für die Kinder da draußen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt essen wir die Zitronen. Aber haben wir den guten Zweck denn überhaupt schon? Also die Zitronen sind geschält, ist der gute Zweck rausgeschält. Da kann man immer froh sein, wenn denen das noch einfällt, diesen Zitronen-Heinis, ne? Wofür die das eigentlich gerade machen. Hauptsache, auch zu negativ, Klaas, weil wir werden das jetzt fressen und du bist mir dazu zu muffig jetzt drauf. Wenn wir das mal, müssen wir das auch mit Schwung machen. Ich frage mich, was haben denn die Kinder davon, dass wir jetzt die Zitrone essen? Awareness. Und wie viel Zitrone wollen die Kinder, dass wir essen? Also müssen wir die ganze essen? Komplette Zitrone. Jeder isst eine komplette Zitrone. Und zwar also, auf drei. Also wenn wir jetzt nicht mal auch mal erzählen, wofür wir das machen, haben da original niemand was davon. Okay, dann muss ich das nochmal. Joko hat mir das geschickt. Der hat es nämlich gekriegt von Kai Pflaume. Ja, ich weiß. Da habe ich es auch gesehen. Und da hattest du schon Angst? Oder wie? Ich finde es übrigens bezeichnend, Klaas, dass du schon gar nicht richtig nominiert wirst von anderen Prominenten, außer von deinem Freund. Ich mach sowas nicht. Ja, aber ist doch schade, dass du so einen Ruf hast in der Branche, dass man weiß, also wenn es um die lieben Kinder geht, dann lassen wir mal Klaas außen vor. Hm. Also, das ist jetzt, es gibt so eine Folge von Curb Your Enthusiasm und da hat Larry David anonym Geld gespendet. Und dann hat er das getan und dann gibt es so einen anderen, der hat auch Geld gespendet, aber dessen Name ist an so einer Wand, an so einer Plakette. Und dann ärgert er sich doch ein bisschen heimlich darüber, dass der andere, der den ganzen Ruhm dann abkriegt, seine Plakette dran hat. Der hat dann so Engelsstatus. Ja, der hat dann so Engelsstatus, weil diese Eitelkeit, auf die Larry David verzichtet hat, nämlich seinen Namen da dran zu bringen, die sehen die anderen Leute gar nicht so. Ja, und dann hätte er dann in dem Moment sich dann doch gewünscht, dass ich vielleicht einer mitbekommen hätte, dass ich ihn engagiert hatte. Und in so eine Ecke werde ich gerade gedrängt, dass ich in so... Komm, ich fress schon mal die Zitrone parallel. Nicht anfassen! Ich erzähl noch einmal, wofür es ist, ne?
Lemon for Kids Challenge nominiert, die Christian Jürgens, der Chefkoch vom Restaurant Überfahrt am Tegernsee, ins Leben gerufen hat. Du musst nichts anderes machen, als eine ganze Zitrone essen. Unterstützt wird die Mukoviszidose Hilfe Südbayern und die Stiftung Kinderherz. Und wir wollen ja dein Instagram-Account hochjessen, ne? Ja, nee, wir wollen die Kinder unterstützen. Oder was ist jetzt eigentlich? Ist es, haben wir jetzt hier das moralische Dilemma mal in eine Nussschale gepackt gerade, ja? Ist vielleicht das gar nicht das Ding? Wir wollten doch jetzt gerade hier da am Tegernsee. Instagram-Account hochjessen. Ja, also, was ist denn jetzt eigentlich wirklich der Grund? Ich glaube, wir haben jetzt gerade hier mal. Ich muss erstmal googeln, worum es geht. Lass die Zitrone fressen. Nee, ich guck nochmal nach, warum. Ich glaube, wir haben gerade. Und deswegen vielleicht ein Blumenstrauß von falschen Motiven. Nee, wir haben gerade einmal offengelegt, was das Problem ist mit dieser Scheiße. Mir liegen die Kinder am Herzen. Gib die Zitrone her. Gib mal den Teller her. Also ich glaube... Noch nicht, ne? Wir machen das alle gleichzeitig. Wie isst man denn so eine Zitrone? Die ist geschält. Also wer hat die denn geschält? Hat die jemand mit Handschuhen geschält? Na klar. Willst du noch was sagen, Klaas? Nee, ich möchte einfach... Komm, hol die Trailerstimme raus und sag, wofür wir es tun. In erster Linie esse ich diese Zitrone für das Gespräch, das Sie sich gerne immer und immer wieder der letzten 10 Minuten nochmal anhören können. Denn hier wurde das Problem der Internet-Challenges für einen guten Zweck offengelegt. Sind die Ziele immer so edel, wie sie am Anfang daherkommen? Oder geht es manchmal bestimmten Prominenten nur darum, ihren Instagram-Account hochzujazzen, wie man sagt? Entscheiden Sie selber. Wir essen die Zitrone jetzt, um hier mal eine Klammer zu schließen. Schalten Sie ein, jetzt auf ProSieben. Wir essen hier eine echte Zitrone. Bleiben Sie dran. Gehen Sie nicht zu RTL, nicht zu Sat.1. Hier wird eine Zitrone gegessen. Können wir irgendwie, als wäre es Zeitlupe, wenn wir die von unten so... Oh, das ist ja eher. Das ist wirklich, ey, wie man mit sowas die Stimmung hier so kaputt machen kann, ey. Und für die Kinder. Hör doch jetzt mal auf mit deinen Kindern da, ey. Und fahr doch da hin und hilf denen mal. Und gib denen noch mal ein bisschen Geld ab. Dann verkauf doch mal ein, zwei Stereoanlagen und fahr da hin. Also, Schmidt. Oh, Mann, ey. Jetzt habe ich kurz noch eine Frage zum Verständnis. Als ich diese Challenge irgendwo gesehen habe bei anderen Leuten, da haben die so zwei so Stücken gegessen. Warum mussten wir jetzt hier noch eine ganze Zitrone fressen? Ja, das habe ich mich in dem Moment auch, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Ich habe jetzt schon so brennen wegen der ganzen Säure. So, und wen nominieren wir? Ja. Also, ich nominiere Frank Castorf. Der Intendant vom... Ehemaliger Intendant. Ehemaliger Intendant vom Deutschen Theater? Nee, Volksbühne. Ja. Der jetzt heute gesagt hat, ist alles Kokolores. Ich lasse mir gar nichts sagen. Ich lasse mir von Frau Merkel mit einem traurigen Gesicht nicht sagen, wann ich mir die Hände zu waschen habe. Das ist wirklich, das, der hat im aktuellen Spiegel ein Interview gegeben darüber, wie er denn das so sieht. Und er ist halt so, Frank Castorf ist ein bisschen so ein durchgeknallter Theatertyp jetzt mal, um für alle mal, ich meine, sage es bewusst in dieser Form, um mal diese vermeintliche Bedeutung ein bisschen runterzuschrauben. Ja, Frank Castorf, einer von denen, die jetzt, glaube ich, dasselbe Problem haben wie so viele selbsternannte Freiheitskämpfer gerade, die so ein bisschen... dass sich Wehren gegen Corona-Maßnahmen verwechseln mit so einem Bürgeraufstand in der DDR. Die jetzt denken, also wir müssen jetzt mal was machen für unsere Freiheit. Wenn wir uns jetzt nicht hinstellen, sind wir denn einfach nur noch hörige Jünger und machen wir einfach nur noch das, was die Politiker uns sagen. Nein, ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Meine Freunde in Paris haben das auch gesagt. Ich habe mich noch nie so eingesperrt gefühlt. Ich gehe jetzt raus zu dem Virus und dann kann ich ja wohl selber entscheiden, ob ich alle anderen Leute anstecke. Und das ist so, die haben jetzt momentan das Gefühl, sie müssen jetzt mal sich aufstellen. Und jeder, der jetzt zu Hause bleibt und das einfach so hinnimmt, das ist... ist jemand, der hat sich dann untergeordnet hinter die autoritären Verhältnisse. Das haben wir früher auch nicht gemacht. Und dabei verwechseln die das halt mit einer Situation, die es ja noch, also das gab es ja noch nie. Also als würde man jetzt als so unbequemer Geist, als so Stachel im System, würde man jetzt die Corona-Pandemie zurückdrängen. Das kann nach hinten losgehen. Das kann sehr nach hinten losgehen. Und zwar führt es uns wahrscheinlich in den kompletten Lockdown und einzelne Verrückte, die dann noch draußen rumspringen und sagen, Freiheit, die werden dann einfach mal so in die Zelle gesteckt. Das ist dann nämlich Ultima Ratio, wenn dann einer gar nicht mehr reingeht, weil er die zweite und die dritte Infektionswelle praktisch befördert
mit seinem Geschrei nach Freiheit. Oder so richtig gefährliche Typen wie so ein Armin Laschet. Von solchen Leuten habe ich eigentlich Angst. Die sitzen jetzt dann in den Talkshows, haben sich vor Wochen festgelegt auf, wir machen jetzt hier diesen Lockerheitskurs. Hinterfragen wahrscheinlich auf dem Weg dahin, heimlich im stillen Kämmerlein, auch mal, ob sie noch so auf der richtigen Spur sind mit ihrer Meinung, die sie ja ziemlich öffentlichkeitswirksam immer mal festgelegt haben. Und jetzt ist auch schwierig, da nochmal wieder von wegzugehen, und wollen das jetzt politisch entscheiden. Wollen jetzt sagen, das war es jetzt mit dem Coronavirus, und die können das nicht ab, dass sie mit ihrem Machtwort, was sie ja als Ministerpräsident von NRW, dass sie mit ihrem Machtwort nichts ausrichten können. Eigentlich verwechseln jetzt auch so ein bisschen mit Oderflut oder so. Die müssen jetzt eigentlich die Gummistiefel anziehen und jetzt muss man das mal anpacken, die Virologen, die sollen das jetzt in der Mitte durchschneiden, sollen sagen, was das ist. Die sollen das dann jetzt zur Seite machen. Jeder, der das nicht hinkriegt, ist ein Scheiß-Virologe. Und ansonsten machen wir die Geschäfte wieder auf, und das ist jetzt so. Und vor denen muss man eigentlich Angst haben, weil die wirklich nur noch eine Patrone im Lauf haben. Ich glaube, das ist viel schlimmer, weil die setzen sich gerade auch Laschet ja für als Kanzlerkandidatenstellung. Das ist das Ding. Und das ist wie bei Roulette auf Rot oder Schwarz sitzen. Der hofft, er setzt jetzt alles auf Rot. Rot heißt... Weil Schwarz war schon weg. Das war alles nicht so schlimm mit dem Virus. Und im Endeffekt kommen wir da jetzt relativ sauber noch aus der Sache raus in Deutschland. So. Und darauf wettet der gerade. Und das ist aber eine Wette, die A, schief gehen wird und B, irgendwie nicht das Optimale ist für die Zeit. Ne? Und es ist schwierig, glaube ich, einen Typen, so ein Alpha-Tierchen in dem Alter, wo es genau heißt, entweder klappt das jetzt oder es wird nichts mehr mit Kanzler. Das ist die letzte Möglichkeit, nochmal ein wenig mehr aus dem Leben zu machen. Das ist die letzte Abfahrt. Und wenn er die jetzt nicht nimmt... Ja, dafür muss er irgendwas haben, was im Gedächtnis von den Leuten bleibt. Und wenn er der war, der immer gerufen hat, denkt an die Wirtschaft, wir öffnen wieder. Und das gut geht, für den Fall, dass das gut geht, ist er natürlich der Held. Ja, genau das ist es. Und ich habe immer Angst, dass jetzt so Typen wie Christian Drosten, dass die irgendwann einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so richtig Angst, dass der jeden Tag sagt, ey, ich kriege jetzt Morddrohungen von irgendwelchen Hobby-Virologen, von irgendwelchen Spinnern, die mich da vollquatschen, von so Verrückten, die sich zu Demos treffen oder so, oder von Politikern oder von anderen Kollegen, die, sagen wir mal, nicht nur im Sinne der Wissenschaft momentan Faktenvermeintliche veröffentlichen und so, dass der dann irgendwann sagt, ach, wisst ihr was, wenn ihr meint, ihr wisst das alle besser, dann macht doch einfach, dann höre ich jetzt auf in meinem Podcast, dann ziehe ich mich jetzt zurück, dann setze ich mich in mein Labor, und wen interessiert, was ich da mache, der kann ja klopfen und fragen, aber ich komme jetzt nicht mehr und probiere noch irgendwie die Meinung und auch die öffentliche Meinung, das Verhalten zu beeinflussen. Und jetzt gehe ich halt, dann lauf doch lachend in die Kettensäge. Mir soll es egal sein. Viel Spaß, bon voyage. Und vor dieser Trotzreaktion habe ich eigentlich Angst. Und man muss eigentlich so jemand wie Christian Drosten jetzt Mut zu sprechen und zu sagen, es ist jetzt so, die sagen jetzt alle auch was, obwohl die natürlich nichts davon verstehen, genau wie wir selber auch. Wir verstehen ja auch nichts davon. Aber ich glaube, man muss jetzt einfach dadurch, dass jetzt so Leute kommen und irgendwie denken, sie müssen nochmal so ein bisschen jetzt ein bisschen unbequem werden und müssen das jetzt hinterfragen und so. Wen nominierst du jetzt? Ja, Frank Castor. Wirklich Frank Castor. Frank Castor. Das wird dir nicht passieren. Ich glaube, Klaas will die Aktion austropfen lassen, so austrocknen. Also ich nehme Thomas Gottschalk. Oh, sehr gut. Es wird auch nicht passieren, aber ich weiß, dass er manchmal zugespielt kriegt, was in unserem Podcast gesagt wird. Also ihr habt mal von der Gottschalk-Suite erzählt und es ist in seinem Podcast gelandet. Ja. Wunderbaren Potschalk. Liebe Grüße an Tommy und Nicola Müntefering. Ja, und die Nicola, die wird das weitertragen, dass der Herr Gottschalk von uns nominiert wurde. Also, und ich nominiere einen Mann, der wo auf der ganze Scheiße vermutlich gar keinen Bock hat. Der sagt, lasst euch, steckt euch den Zitronen in den Arsch. Überweist denen den Leute, der wo krank sind. Überweist denen Geld, geht hin, betet Hilfe an. Aber hört auf, da die Scheiße zu fressen, um euch selber geiler zu fühlen. Ich nominiere einen einzig richtigen Raucher der Welt, Mario Basler. Du machst mit. Mario Basler ist nominiert. Ist nominiert. Ja, da muss ich mir noch einen normalen ausdenken. Bei wem wäre es denn witzig zu sehen, wie der, also weil so muss man denken, ne? Bei wem wäre es witzig zu sehen, wie der so eine Zitrone isst? Was mit deinem Freund Toni Kroos? Weißt du, der sitzt da zu Hause, dem fehlen wahrscheinlich auch die Vitamine. Stimmt. Ne, der kann nicht an die frische Luft reden. Ja klar, bevor unser Toni Kroos, unser Weltfußballspieler an Skorbut erkrankt, werde ich ihm jetzt da die Zitrone rüberschieben. So, also Toni, du bist nominiert, mach das, ne, und google vorher warum. Das ist mir wichtig, muss man dazu sagen, dass die Promis wissen, wieso sie das eigentlich machen. Dass die jetzt nicht einfach da so zugreifen, beherzte sagen, yo, mache ich jetzt und so, ne? Und dann danach sagen, oh geil, mein Instagram ist ein bisschen geil hochgejazzt hier offenbar. Und dann doch hektisch googelt, wenn einer fragt, wieso hast du das eigentlich gemacht? Ne? Das sollte man schon wissen, ansonsten bringt das ja nichts.
Das ist eine sehr gute Nominierung, finde ich. Ja. Ich muss sagen, manchmal freut man sich ja über die kleinen guten Taten, die so stattfinden. Ne? Auch von alles. Es gibt ja so momentan die Diskussion über die stillen Helden. Meinst du jetzt noch stiller und noch besser als diese Tat gerade mit den Zitronen? Ja. Sowas gibt's. Ja, da wird man ja dann im Internet für abgefeiert. Das ist ja was, wo man ein bisschen Feedback kriegt. Aber es gibt die kleinen stillen Helden, die machen Sachen, für die wird man überhaupt nicht abgefeiert. Und einer von diesen kleinen Helden, und den möchte ich jetzt hier einmal erwähnen, bei uns im Podcast, es ist unser Kollege Sebastian Grage. Und der macht wirklich eine Sache, die ich so süß und so berührend finde. Sebastian Grage wohnt in der Nähe vom Görlitzer Park. Das ist hier. Liebe Kollegen vom Bambi, die ihr immer den Bambi an die stillen Helden vergebt. Hört jetzt gut zu, ich ahne, hier kommt was. Also der wohnt in der Nähe vom Görlitzer Park. Und da werden ja zum Beispiel auch Drogen verkauft, ja, von diversen Drogendealern. Und, Mitarbeitern. Ja, von Leuten, die da praktisch im Park ansässig sind da und die dann da Haschisch, Marihuana, Kokain, Heroin, ich weiß nicht, was da alles verkauft wird, also eine ganze Menge. Und das ist nur die eine Sache und das ist ja auch eintönig. Und gerade auch in Corona-Zeiten wird das Geschäft ja nicht besser und es wird ja auch komplizierter. Wie übergibt man das jetzt, wie schützt man sich und so weiter. Und da fehlt vor allen Dingen, das Erste, was wegfällt, ist ein bisschen der Spaß. Und gerade wenn man da so steht und mal rausguckt, es gibt ja mittlerweile überall diese E-Roller, die man sich so mieten kann. Ne? Dafür braucht man aber eine Kreditkarte. Und es ist so, dass Basti rausgefunden hat, dass diese Jungs, die da die Drogen verkaufen, ultra scharf darauf sind, mit so E-Rollern zu fahren, weil ihnen das einfach Spaß macht und die aber keine Kreditkarte haben, um die Dinger zu mieten. Ja. Und deswegen ist es so, dass regelmäßig Basti, und das ist, finde ich, eine Tat, einfach ein bisschen Freude zu schenken, in den Görlitzer Park geht, sich vorher einen E-Roller mietet und die Dealer mal eine Runde fahren lässt. Und es ist so, das ist also Wahnsinn. Er fährt mit dem Roller rein und ich sage, wie kommt ihr dann ins Gespräch? Ja, die kommen dann und fragen, ob sie mal eine Runde fahren dürfen. Und ich weiß das ja schon, dass die mich fragen werden. Und dann lasse ich sie. Und dann wartet also Basti und lässt die fahren. Die haben dann richtig Spaß, wie Kinder. Flitzen die dann mit den E-Rollern einmal im Kreis, haben so richtig Freude, vergessen den harten Drogendealer-Alltag. Und haben so richtig Freude. Und es ist kurz mal nicht Drogen, Gewalt, Clan-Kriminalität, sondern kurz ist einfach nur wirklich mit dem Wind in den Haaren einmal durch den Girlie flitzen. Auf so einem Leimroller. Das ist so krass, weil bei jedem anderen wird man sagen, naja, aber das mal wirklich gemacht hat. Ne? Aber bei Sebastian Grage ist es 100% sicher, dass er das macht und dass er das auch regelmäßig macht und auch aus dem Grund. Ja, und er geht wirklich zu Hause los und sagt, heute ist mal wieder so ein Tag, heute dürfen Sie mal wieder eine Runde flitzen. Ja. Und dann holt er sich so einen Roller und macht das. Und das finde ich einfach toll. Und die Kollegen von Bambi, bitte mal. Und das Bambi 2020 geht an Sebastian Grage für seine Scooter-Aktion im Görlitzer Park. Ja. Oh. Ja, der hat tolle Geschichte mal zu erzählen. Eine Sache hat er mir zum Beispiel erzählt, bevor der bei uns gearbeitet hat, hat der oft so Docutainment gemacht. Ne? Also so Schmuddelfernsehen. Familienbrennpunkt und so Zeug. Ja. Hat er mal, um Geld zu verdienen, hat er so reingerutscht in diese Szene. Und der hat gesagt, es gibt eine ganz blöde Sache, wenn man dann so einen Familienkonflikt oder vielleicht auch so die Beschreibung einer Situation in einer Familie, die jetzt erstmal so ein bisschen Empathie auslösen soll, dass man also mitfühlt mit der Familie. Wenn man das jetzt, diesen Teil jetzt dreht, dann ist es halt doof, wenn keiner von denen heult. Weil es ist einfach gut, wenn die halt einmal heulen, weil dann hat man als Zuschauer das Gefühl, oh, das Ding ist jetzt echt schlecht. Also da muss man jetzt mal wirklich was machen. Die sind echt in einem Brennpunkt. Ja. Ja, das ist eine Familie, die richtig tief drin ist in einem Brennpunkt. Aber wenn jetzt keiner weint, was machst du denn dann? Um dem Zuschauer zu Hause klarzumachen, das ist jetzt ein ernsthaftes Problem. Und dann ist es einfach so, das ist der Trick, ihr halt mit der Kamera drauf und dann sagt Basti, du hast was im Auge. Und dann probiert er das aus dem Auge rauszukriegen, in dem Moment so ganz normal so. Und diese Aufnahme spielt man dann mit trauriger Musik in Zeitlupe ab. Können wir es mal ausprobieren, ob das klappt, der Trick? Ja. Klaas, du hast was im Auge. Was, echt? Häufer Umlauf ist verzweifelt. Wie soll er die Miete für den nächsten Monat aufbringen? Die Strapazen der letzten Zeit gehen auch nicht spurlos an ihm vorbei. Und man erinnert sich an genau diese Sachen, weil wenn man was im Auge hat und es rausmacht, wirkt es so, als müsste man weinen, will es aber nicht zeigen. Stimmt. Das ist Wahnsinn. Ich bin so froh, man kann uns vieles vorwerfen. Wir haben viel verbrochen in dieser Fernsehwelt und so. Ne? Kann man sagen, ja. Aber dass wir nie
also wirklich, ich erinnere mich nicht an einen Dreh, wo das Ziel war, Leute zum Heulen zu bringen. Und zwar nicht, weil es aus Freude, sondern aus Trauer oder nee. Aus Scham oder was auch immer. Nee, sowas, also nee. Wir haben sowas nie gemacht in 14 Jahren Fernsehen und darauf bin ich wirklich stolz. Ja, aber ich meine, gut, das ist jetzt so, als wenn man darauf stolz wäre, dass man nie jemanden krankenhausreif geschlagen hat. Ne? Ja, ich also, glaube, aber wir sind schon in einer Branche, wo es auch, es fängt ja schon dabei an, was da auch Quote holt. Ja. Und ich glaube, die Versuchung ist halt weitaus größer, als wenn du Lehrer bist oder Krankenpfleger oder was auch immer, jemanden zum Heulen zu bringen. Aber da habe ich immer meine großen Probleme mit, dass ich bin natürlich auch ein Mensch, ich bin auch aus Fleisch und Blut. Und es gibt natürlich immer mal wieder Situationen, das ist aus Rührung dann, ne? Meistens, weil irgendwas ganz schön ist. Das heißt immer mal wieder, aber es gibt schon ab und zu mal in unserer Karriere und in unserer Fernsehlaufbahn Momente, die mich auch rühren. Und ich finde, das allerletzte ist es, im Fernsehen zu heulen. Mhm. Und mit diesem Motto ging du und Joko in die letzte Sendung von Zirkus Halligalli. Ja. Dass du ganz klar gemacht hast, du warst auch vorher schon gerührt, es gab ja an dem Tag die eine oder andere Rede und alles hat man irgendwie so zum letzten Mal gemacht und für uns war es ja auch irgendwie der Abschluss eines Lebenskapitels, das muss man ja ganz klar so sagen, ja, einer klar. ganz bestimmten Zeit. Also es hatte irgendwie eine Tragweite. Und du hast auch allen irgendwie nochmal gesagt, ich will ja nicht im Fernsehen heulen, das machen wir alles davor oder danach. Sehr gerne, da bist du ja auch kein unemotionaler Mensch. Aber das sollte nicht für dich passieren und ich werde die vergessen. Das letzte Bild war ja, ihr beide saßt an so einem Schulschreibtisch oder irgendwie so, ne, nebeneinander und dann hat Joko nochmal das Wort an die Massen gerichtet und da gab es kein Halten mehr. Da sind alle Schleusen wurden da aufgesperrt und er hat geheult wie ein Schlosshund. Wie natürlich hinter der Kamera auch. Und du hast auch mit dir gerungen. Ich meine, wenn man ganz genau hinschaut, die Bilder gibt es ja bei YouTube. Da hattest du was im Auge. Da hattest du aber auch was es im Auge. Es gab andere Situationen. Hast du dem auch noch gesagt, hier wird jetzt nicht geheult? Oder war das vorher? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war auch währenddessen, glaube ich. Ich muss da tatsächlich sagen, nein. Das stimmt nicht, das habt ihr falsch in Erinnerung. Es gibt andere Situationen, wo ich mal gerührt war, wo ich mich auch geärgert hat im Nachhinein. Aber da muss ich tatsächlich, ja, da habe ich richtig drüber geärgert. Da gab es ja so, auch so einen Quatsch. Ne? Das ist manchmal, bin ich aber auch... Ich bin auch ansprechbar durch diese ganze Manipulation durchs Fernsehen. Manchmal gucke ich, tagsüber gibt es ja so Serien, wo dann in die Sandmarien-Hospital, kennt ihr das? Ja. So auf RTL. Kinder werden geboren. Ja. Oh Gott, das ist nichts für mich. Ich gucke das gerne, ne, weil das natürlich auch so einen kalten Charakter wie mich dann auch mal irgendwie auf einmal, das drückt so Knöpfchen bei mir und auf einmal merke ich, es funktioniert noch alles. Ne? Ja. Deswegen gucke ich das manchmal. Und dann gucke ich da, also da ist irgendwie so eine Frau, die kriegt irgendwie das vierte Kind. Und das ist jetzt gar nicht so romantisch, wie man das immer aus diesen ganzen Büchern kennt. Wird teilweise bei geraucht während der Geburt, sagt, ich brauche jetzt eine Zigarette, weil sonst halte ich das hier nicht durch. Ja? Und dann in der Not sagt die Schwester dann, ja nun, dann Feuer frei. Ja. Und dann nimmt der Vater das Kind und nimmt es so entgegen irgendwie und gibt es dann der Schwester zurück, weil er Angst hat, was kaputt zu machen. Und ich heule zu Hause. Und bin gerührter als die Eltern. Und das ist doch schlimm. Also, weil mich das natürlich erreicht. Und dann denke ich, ja klar, heulen die nicht, weil die hören ja auch gar nicht die schöne Musik. Die fahren danach noch ins McDrive. Ne? Die fahren danach ins McDrive, zu Hause kommt das Kind vors iPad und fertig. Ne? Haben wir nicht auch mal bei YouTube, haben wir doch mal so ein Video geguckt, wo US-Soldaten aus dem Krieg nach Hause kommen das und ihre Kinder überraschen. Und wir haben da geheult, wir waren nicht mehr arbeitsfähig. Ne? Das ist so stumpf. Das ist wirklich das Elixier dessen, was ein Mensch in der Lage ist zu fühlen. Da kommen also nach dem Irakkrieg, kommen dann da nach dem Golfkrieg, ne, alle, es gibt also Zusammenschnitte, wie die Soldaten in Uniform, also auch patriotisch bis zum geht nicht mehr. Man lehnt das eigentlich aus ideellen Gründen auch ab, diese ganze Idealisierung von so Helden, die dann da irgendwen dann da mit der Drohne erschossen haben. Und dann kommen die da aber als Helden zurück. Und natürlich freuen sich die Kinder, wenn Papa auf einmal in der Grundschule in der Tür steht und die wissen gar nicht, dass er heute kommt. Und rasten aus und springen ihm um den Hals und so. Und das ist dann so hart aneinander geschnitten, dass du immer nur diese 4 Sekunden hast, wo die Gefühlsexplosion in einem 10-jährigen Kind stattfindet. Und natürlich berührt dich das. Ist vollkommen klar. Aber was hast du denn eigentlich gegen Heulen im Fernsehen? Ich finde, es gehört da nicht hin. Also jetzt vor allen Dingen nicht als Moderator, als Mitmacher da, also so als Protagonist oder was, finde ich das in Ordnung. Aber das hat mich schon als Kind bei Margarete Schreinemakers wahnsinnig gemacht, dass die da immer so mitgeheult hat mit den Leuten. Wo ich immer dachte, Mann, du bist hier der Moderator. Es geht, du musst jetzt hier mal nicht, man kann doch nicht
sich da selber so, ich finde, als Moderator gehört sich das nicht. Aber wenn Jimmy Kimmel nach dem 11. September das macht oder irgendwie, wenn große Ereignisse stattfinden, dann hält er ja manchmal auch einen Monolog in seiner Sendung. Ja. Und der heult da regelmäßig. Ja, finde ich auch nicht gut. Man kann ja trotzdem die Sachen sagen, die er sagt, man muss ja nicht heulen. Ist meine Meinung, kann ja jeder sagen, wie er will. Ich finde, mich beklemmt das als Zuschauer, ich will das gar nicht sehen. Ich fühle mich da zu privat angesprochen von der Person, die ich da sehe und ich werde dann so reingezogen in so eine extrem private Situation und das möchte ich als Zuschauer gar nicht erleben. Ich will gar nicht so privat sein. Ich will, dass das noch so einer aus dem Fernsehen ist. Ich will nicht, dass auf einmal dann so der echte Mensch dann da so sein Herz ausschüttet und völlig die Fassung und die Kontrolle verliert. Das kann ich nicht ertragen als Zuschauer. Das möchte ich nicht sehen. Ich muss auch umschalten, wenn ich das bei anderen Leuten sehe. Echt? Ja. Ich kann das nicht sehen, weil ich dann denke, mach das zu Hause. Es geht mir auf den Nerv. Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich überlege nur, ob es so ein bisschen, man sagt ja irgendwie, Fernsehen als Medium sollte ja im besten Fall auch so die ganze Emotionenpalette abbilden. Ja, wobei ich schon sagen muss, wenn ich solche Sendungen sehe wie Supertalent oder auch Let's Dance, was mich wirklich richtig zornig macht, ist so der Ausverkauf der Emotionen. Emotionen, gerade die Rührung, ist ja eigentlich was ganz Seltenes, was man ganz, jeder Einzelne von uns ganz selten empfindet, dass etwas ihn so sehr berührt und mitreißt, dass er gerührt ist. Und ich finde, so durch dieses ganze RTL-Fernsehen ist das eine ausgeschlachtete Emotion. Da kommt ein einbeiniger Hund, rülpst, furzt die Moldau und Bruce Darnell fließen die Tränen und wenn das gar nicht passiert, dann war der Moment gar nicht besonders. Mhm. Und so werden auch ganze Jurys zusammengestellt, auch bei Let's Dance. Der Jorge ist einerseits da, weil er lustig Deutsch spricht und auf der anderen Seite, weil er natürlich immer wieder gerührt ist von Tänzen. Da sind teilweise Tänze, das sieht so aus, ob jemand einfach einen Stromschlag bekommt oder einen Schlaganfall hat auf dem Parkett und dann sagen die also, das war so rührend und ich bin so verzaubert und nehme so Adjektive, die mir in meinem ganzen Leben habe ich mich noch nicht von etwas verzaubert gefühlt und schon gar nicht davon, wie Cindy aus Marzahn tanzt, aber die sind dann verzaubert und das war so wunderschön und dann hast du hier noch so ein Training und das geht mir auf den Sack. Ich finde auch dieses ganze Verzaubern, das hat so eine Hochkonjunktur. Auch von unseren Freunden mit Masked Singer, da heißt es halt auch immer schnell, das ist so da wird man verzaubert als Zuschauer. Man kommt in eine Welt rein, das ist, meinst du, ein bisschen zu viel? Naja, genauso man, auch übrigens Standing Ovations im Fernsehen. Ne? Ich meine, da sind unsere Shows auch nicht frei von. Aber eigentlich waren Standing Ovations mal so eine ganz besondere Ehrerbietung, aufzustehen und zu applaudieren. Du siehst das wie im Club der Toten Dichter. So muss das eigentlich und heute in jeder Drecksshow gibt es stehende Ovationen. Da hat irgendwie Jochen Schropp hat dann irgendwie mit dem Tischtennisball irgendwie die Nationalhymne gerülpst und dann stehen die Leute auf und sagen, Wahnsinn, also unglaublich diese Leistung. Wir sind doch selbst froh, wenn da Standing Ovations sind. Ja, ich sag ja, wir sind da auch schuld. Wir sind da auch schuld in diesem Trupp. Naja, Schluss damit. Also bei Standing Ovations, ich finde, das ist noch eher so eine Show-Sache, die man einfach mal, die jetzt eher so im Bereich Show zu finden ist. Man macht ja zu Hause jetzt nicht Standing Ovations, wenn man jetzt ein privates Gefühl hat. Also ich finde, das ist so die Steigerung von Bravo-Rufen. Und wenn man irgendwas ganz toll findet und man hat so ein Massending, dann darf man schon mal aufstehen und dann applaudieren. Das finde ich schon in Ordnung. Also da. Wenn Basti seinen Bambi abholt für seine Scooter-Aktion im Görlitzer Park, wenn sich dann auch alle, so nochmal Blacky Fuchsberger und wie sie alle heißen, die erheben sich dann im Smoking, dann ist das eine tolle Geste. Ja, der Ausverkauf der Gefühle, das natürlich ist das ein geht bisschen so. Weit. Ja, finde ich auch. Und, aber werft ihr da nicht dem Medium seinen Inhalt nein. vor? Nein, ich werfe dem Medium vor, dass es nicht mehr das Außergewöhnliche anstrebt, um eventuell mit einer außergewöhnlichen Emotion belohnt zu werden, sondern dass es die Emotion schon einplant im Reigen. Also es kommt der Hund, es wird geheult, nächster. Ich bin immer neidisch auf die ganzen US-Talker und auch die Late-Night-Shows und wir sagen auch selber, wir müssen das Publikum so ein bisschen amerikanisieren. Ja. Mich nervt es viel mehr, dass das deutsche Publikum erstmal immer so da sitzt wie Schmidt im Podcast. So. Und da bin ich so neidisch bei Oprah oder bei Jimmy Fallon. Das ist was anderes. Das ist Begeisterungsfähigkeit. Gute Laune, Begeisterung. Das finde ich gut. Das gehört in jede Show. Aber das sind doch Standing Ovations auch. Das ist doch auch irgendwie. Also natürlich macht man da auch nur den Auftritt von Jimmy Fallon zu etwas Übermenschlichem. Also Standing Ovations sind von mir aus geschenkt. Das kann man machen. Da folge ich gerne deiner Argumentation, dass das irgendwie ein Teil von der Show ist. Genau, wenn man zu Hause so nicht aufspringen würde. Aber es ist ein Unterschied von dieser Rührung und diesem Emotionalen zu einer, was wir wirklich toll finden bei den Amerikanern, diese Begeisterung und die Bereitschaft, sich heute gut unterhalten zu lassen. Das könnte noch mehr in Deutschland sein. Der Deutsche hinterfragt immer. Einmal genau. Bevor er sich unterhalten das lässt, stimmt, dann wird immer erstmal hinterfragt, was das alles auf sich hat. Da. Und das ist
der große Unterschied. Ich finde, wenn man auch in den USA gedreht hat, jeder Parkplatzwächter hatte mehr Entertainment-Gen als bei uns Thomas Gottschalk. Das ist wirklich jeder, du könntest jeden von einem Parkplatzwächter könntest du hier ins Fernsehen schleppen und der würde Marktquote machen. Ja, das stimmt schon, aber bestimmte Sachen machen einen aber auch wahnsinnig, wenn man sie sich anguckt. Also dann dieses dann so tun, als wäre man ein echter Mensch. Also wenn man jetzt zum Beispiel Ellen DeGeneres oder so, die hatte mal so ein Stand-Up-Programm gemacht, ne? Mhm. Und danach gibt es noch so eine Fragerunde. Da bleibt sie einfach weiter auf der Bühne stehen und wird dann so befragt. Und ich glaube, sie gilt so ein bisschen in der Wahrnehmung der Leute auch so als echter Mensch und wird dann so befragt und hat natürlich auch ein paar mutige Sachen gesagt. Und ist ja auch alles gut und hat, glaube ich, auch viel getan, um Leuten so ein bisschen Wind unter die Segel zu geben. Ja. Insofern alles geschenkt. Aber sie spielt natürlich dann den normalen Menschen. Mhm. Sie steht auf der Bühne und spielt normaler Mensch. Sie kokettiert mit ihrem Normalsein. Und spielt das aber so, dass wir das sofort entlarven. Wir gucken das an und denken, hä, die tut ja nur so. Aber ist das nicht alles so grunddeutsch? Also was du auch gerade vorgeworfen hast, dass man sich einfach nicht entertainen lassen will. Wir reden ja, glaube ich, über zwei verschiedene Sachen. Ja. Also ich glaube, das stimmt schon. Also die Begeisterungsfähigkeit ist die eine Sache. Aber dann so praktisch nur noch Show zu machen und nur noch billigen Applaus abzugreifen mit einer falschen künstlichen Pose, irgendwann macht es keinen Bock mehr. Und das ist das, was dann eben auch passiert, wenn du die Schraube zu weit drehst und es wird erstmal alles abgeklatscht und alle sind super begeistert von allem und irgendwann hast du das Gefühl, du kannst eigentlich machen, was du willst, es wird trotzdem abgefeiert, da leidet dann irgendwann die Qualität runter. Jetzt müssen wir irgendwie einen guten Abschluss finden für die Folge, wir können nicht so Gedanken verloren enden. Also mir ist noch aufgefallen, dass unser Kollege Basti offenbar einer der besten Menschen der Welt ist, weil so die Geschichte erzählt hast von seinem Rollerausflug in den Görlitzer Park, ist mir eingefallen, dass ich mal mit ihm auf dem Kiez war und wir haben da zu viel Alkohol getrunken, besonders ich, und wir waren dann in Hamburg in einer Küche und ich musste mich übergeben und ich habe die 3 Meter nicht mehr zum Klo geschafft, da hat Basti schnell so eine Tüte geholt und ich konnte mich nicht mehr, ich habe immer in diese Tüte mich übergeben und dann hat er immer stoisch diese Tüte rausgebracht, sofort im Müll. Und hat sich dann mit einer neuen Tüte mir gegenübergesetzt, bis ich so ungefähr 5 Tüten voll hatte. Und dann haben wir geschlafen. Also da merkt man doch, er ist offenbar der beste Mensch der Welt. Tüten-Jakob. Ja, das ist schön. Beenden wir das Ganze mit Kotzerei. Es war misslungen. Aber wie so ein bisschen Wertschätzung für Basti, warum nicht? Wir können nochmal sagen, es sind nominiert für die, wie heißt die Challenge, Schmitty? Lemon for Kids Challenge. Toni Kroos, Thomas Gottschalk, Mario Basler sind nominiert. Wir erwarten jetzt was von euch. Das muss jetzt weitergehen. Esst so eine Zitrone, muss weitergehen. Ja. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich da jetzt schon sehr drauf. Was ist, am Dienstag gibt es die erste Ausgabe der neuen Saison von Joko und Klaas gegen ProSieben. Also das auf jeden Fall gerne anschauen. Und bis dahin. Das ist eine sehr gute Show geworden. Und vor allem, und das ist ja, wir haben die aufgezeichnet, da durfte man 2 Shows lang noch mit Publikum agieren. Das heißt, eine absolute Seltenheit. Wir sehen eine große Show mit Publikum für 2 Folgen und danach wird es ein bisschen... Wir werden ja ausgestrahlt jetzt am Montagnacht, also ist ja heute schon Dienstag, also es ist praktisch heute Dienstag, 20.15 Uhr, Joko und Klaas gegen ProSieben mit Publikum, tolle Spiele, großartiger Steven Gätchen, ist wirklich gerade die erste Show ist besonders gut geworden. Ja, ich lass mich auch überraschen, ich habe alles vergessen. Ich habe wirklich, das ist so lange her, ich würde das jetzt, kann das komplett neutral nochmal gucken. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es ausgeht und kann das jetzt eigentlich wie ein neutraler Zuschauer sehen und habe auch das Gefühl, das wurde in den 80ern aufgenommen, weil da noch Publikum sitzt. Also es kommt dann wirklich vor in einem Land vor unserer Zeit. Schaut euch das doch also an und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, kommt gut durch die Woche und bleibt sauber. Tschüss. Bleibt sauber.